Hallo zusammen, ich bin Dana, Sängerin und Songwriterin und ich bin da bei Choice. Also ich bin vor 2 Wochen eben aus dem Gymnasium gekommen und das war aber so ein Doppelleben, weil ja, ich bin halt irgendwie gleich sehr, sehr aktiv in Musik und gleich zwar nicht oft anwesend in der Schule, aber meine Leistung hat es nicht so merken. Zum Glück bin ich ein Glückspilz und ich glaube, meine Mitschüler haben sich auch ein bisschen gefragt, wie das alles so nebeneinander Platz hat. Aber ich habe dafür ein bisschen viele Nachtschichten eingelegt, sei es jetzt mit Konzert oder mit Lehre. Hat auch mal geklappt. Nach dem Tod sind wir alle so etwas, das man nicht sieht oder was wir jetzt einmal nicht sehen würden, wo irgendwo in der Luft umschwebt und irgendwann geht es dann wieder in einen neuen Körper rein. Ich denke, im früheren Leben bin ich eine Giraffe. Giraffen sind meine Lieblingstiere. Erstens, ich kann mich sehr gut mit ihnen identifizieren. Ich bin recht gross und finde sie hönne friedlich. In row 17, my tears turn 17 to 1. Ich bin ein extrem emotionaler Mensch. Also, als ich die zum ersten Mal an den Händen hatte, als ich das Päckchen hatte. Und am Morgen macht der Pöstler hat geläutet und dann hatte ich das riesen Paket und ich wusste, wenn ich das öffne, ist da alles voll CDs. Meine CDs, wo ich wirklich, das war eigentlich ein Lebenstraum, den ich schon mit 18 Jahren verwirklichen konnte und ich nicht mehr aufgehört zu rennen, so im ersten Moment. Das ist recht eine herzige Geschichte, wo Row 17 dadurch entstanden ist. Ich habe meine Lieblingssängerin Liane Lahavas am Montreux Jazz Festival gesehen. Und ich war in so einem Jazz-Kauer, also so einer, der recht niedrig ist. Und ich bin in der 17. Reihe gesessen, weil ich mir kein Ticket für weiter vorne leisten konnte. Darum habe ich es echt nicht, also ich habe nicht richtig auf die Bühne gesehen. Ich fand, das ist so schade, dass ich dachte, ich gehe einfach kurz bevor das Konzert anfängt, schnell führen und mache schnell ein Foto. Und dann gehe ich wieder hinterher. Dann habe ich sie schnell gesehen. Und schlussendlich ist sie auf die Bühne gekommen und ich bin vorne gestanden und dann kam der Security und hat mir so gesagt, das kannst du im Fall nicht machen, geh wieder hinterher. Und dann hat sie aber gleich angefangen zu singen und hat gefunden, ja, jetzt kannst du nicht noch rumlaufen, also bleib schnell stehen. Dann bin ich für das erste Lied der bleiben stehen und es hat mich so mitgenommen, es war so schön, dass ich musste rennen, wieder mal. Und er ist dann, nachdem er mich zurückschicken wollte, wieder so überfordert gewesen mit dieser grennenden jungen Frau, dass er gesagt hat, also der hockt dich hier ab. Und dann habe ich das ganze Konzert in der ersten Reihe verbracht.